In der letzten Woche gab es von Konjunkturseite gemischte Meldungen. Es wurde bekannt gegeben für Deutschland, dass die Industrieproduktion sich im Mai im Vergleich zum Vormonat um etwa 10% erholt hat. Damit liegt das aktuelle Niveau der Industrieproduktion immer noch allerdings etwa 20% unter dem Vorkrisenniveau von Februar 2020. Und auch die deutschen Exporte haben sich entsprechend im Mai erholt, nämlich um 9% im Vergleich zum Vormonat April. Und auch hier kann man erkennen, dass allerdings die Entwicklung noch sehr, sehr weit von Vorkrisenniveaus entfernt ist, beziehungsweise im Vergleich zum Mai des Vorjahres 2019 liegen die Exportniveaus immer noch etwa 30% unter den damaligen Niveaus. Und das zeigt, dass die Bodenbildung auch in der realwirtschaftlichen Entwicklung definitiv stattgefunden hat und dass die Erholung begonnen hat, aber das anders als möglicherweise an den Kapitalmärkten eingepreist, dass keine V-förmige Erholung sein wird, sondern dass das Erreichen der Vorkrisenniveaus in der Realwirtschaft noch einige Monate und möglicherweise sogar wenige Jahre andauern wird. Trotzdem ist zum Anfang der Woche die Stimmung an den Kapitalmärkten positiv. Der deutsche Leitindex DAX notiert zurzeit mit etwa 1% im Plus bei knapp 12.800 Punkten. In dieser Woche stehen besonders im Fokus die Ratssitzungen der Europäischen Zentralbank, auf der zwar keine veränderten Leitzinsen erwartet werden und auch keine akuten kurzfristigen Erhöhungen beispielsweise der laufenden Wertpapierkaufprogramme. Allerdings gehen einige Marktteilnehmer davon aus, dass möglicherweise die Freibeträge, die Banken für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank haben, also die Beträge, für die sie keine negativen Einlagenzinsen zahlen müssen, dass die erhöht werden. Und das könnte ein Vorgriff auf die möglicherweise im Herbst anstehende erhöhte Insolvenzwelle sein. Ein Ausblick daraus werden schon in dieser Woche auch die Quartalsergebnisse für das zweite Quartal der großen US-Banken geben. Hier wird zu sehen sein, in wie stark die Gewinne im zweiten Quartal belastet wurden durch höhere Risikovorsorge, die die Banken eben mit Blick auf eine sicherlich erhöhte Anzahl von Insolvenzen im Herbst anstellen werden. Für Deutschland gab es diesbezüglich in der letzten Woche eine Umfrage des Ifo-Instituts, der zufolge 27% aller die befragten Dienstleistungsunternehmen in Deutschland angegeben haben, dass die Corona-bedingten Beeinträchtigungen für sie existenzbedrohend sind. Im Einzelhandel beläuft sich diese Zahl immer noch auf etwa 21%. Und wenn wir in den Sektoren weiter runtergehen, dann sind es vor allen Dingen die Bereiche Reisen, Beherbergung, Veranstaltung oder Gastronomie, wo teilweise 2/3 bis zu 85% aller Unternehmen angegeben haben, dass die aktuelle Situation für sie existenzbedrohend ist. Nachdem im ersten Halbjahr die Anzahl der Insolvenzen auch wegen der Aufschiebung der Insolvenzantragspflicht, das heißt Unternehmen, die Corona-bedingt in eine Insolvenzgefahr gerutscht sind, diese allerdings nach Beendigung der Corona-Krise voraussichtlich wieder verlassen werden, denen wurde gestattet, die Insolvenz nicht akut anzumelden, sondern diese Insolvenzantragspflicht wurde bis 30.09. gestreckt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass nach Ablauf dieser Frist, also im Herbst diesen Jahres, dann doch eine erhöhte Zahl von Unternehmensinsolvenzen auch in Deutschland auf die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft zukommt.